Hallo Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zum ersten Video 2024. Und damit auch ein wunderschönes, gutes neues Jahr wünsche ich euch allen hier auf YouTube. Die Twitch-Arzt habe ich ein bisschen früher bekommen. Aber Freunde, was geht ab? Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch. Mit dem ersten Hallo YouTube im neuen Jahr starten wir direkt wieder weiter in Craft Attack durch. Ich hab's vermisst. Wir haben lange keine YouTube-Sachen mehr gemacht. Aber der Dopaminüberschuss ist gerade wieder da. Geil, wir haben nämlich viel zu tun. Nachdem ihr die Weihnachtsfolge an Silvester bekommen habt, kriegt ihr jetzt die nahe Silvesterfolge relativ normal wieder tatsächlich. Mit wunderschönen Sachen in Craft Attack, denn es gibt noch viel zu tun. Ich habe in der Zwischenzeit auch sehr viel gemacht, das ihr nicht in dem Video gesehen habt. Denn wir waren hier trotzdem fleißig und haben ordentlich an unserer Fassade weitergegrindet. Wir haben nämlich mittlerweile alle vier Seiten von unserem Würfel mit Kupfer, mit Seelaterne und mit dem ersten Basic Gradient komplett fertig. Der obere Teil davon ist mittlerweile auch schon mit dem Gradient fertig und der Steinteil hier hinten ist fertig, wo jetzt nur noch das Kupfer und sowas drüber muss. Es nimmt also Gestalt an. Wir haben super, 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 super viel gemacht und es wird auch noch sehr, sehr viel weiterer Stuff entstehen und darum kümmern wir uns heute. Wir brauchen nämlich noch sehr viel Kupfer und heute geht es an eine Anlage. Wir haben nämlich einen großen Plan, den wir machen wollen. Der dreht sich primär um den Kollegen hier oben, denn wir werden heute unseren Hypersmelter noch besser und noch overpowered bauen, als er ohnehin schon ist, mit vielen neuen Upgrades und vielen neuen anderen Sachen. Und der erste Teil dafür, der wird hier oben entstehen. Wir müssen nämlich ein bisschen umbauen. Und zwar so, dass wir hier Lava mit benutzen können, damit wir, wenn wir kurzzeitig viel Stuff schmelzen müssen, Lava mit reinmachen. Das heißt, wir brauchen eine Lava-Farm. Wir brauchen ein Upgrade, damit wir Lava darin benutzen können, damit die Eimer rauskommen. Wir müssen Kupfer farmen. Wir müssen die Bambus farmen, ein bisschen anders machen. Wir brauchen Röhren und so ein Stuff. Hier wird riesiges, riesiges Big Upgrade. Aber erstmal missen wir ein bisschen aus und machen uns Gedanken, wie wir hier Lava reinbekommen. Wir schnappen uns jetzt schon mal eine Menge Cauldrons, denn eine automatische Lava-Farm machen wir natürlich mit Cauldrons on Mars. Und ich glaube, wir brauchen so ungefähr ein bisschen mehr als 2 Stacks Cauldrons pro Lava-Farm, die wir machen werden. Krokodil, geil. Warte, wir nehmen das hier noch alles mit, craften das einmal voll um und dann geht's wieder back. Denn wir wollen mit Dripstones Lava da rein. Ihr kennt das eh. Dripstones Lava Cauldron, wir schieben die jetzt mit Pistons und so hin und her. Und dann machen wir die immer wieder leer mit Eimern. Zusätzlich machen wir noch so ein kleines Redstone-Ding mit dem... Wow, oh, da habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Damit, wenn wir einen leeren Eimer, wenn wir einen vollen Eimer droppen, dass wir den leeren wieder zurückbekommen, damit wir hier theoretisch auch AFK stehen könnten, wenn wir das denn wollten. Aber müssen wir eh, glaube ich, noch gucken, weil wir werden wahrscheinlich nicht so viel AFK stehen, um ehrlich zu sein. Das heißt, die kommen jetzt dann alle irgendwo hier so hin. Ich denke mal, wir machen einen Block Abstand. Ja, lass uns den auch noch nehmen. Und dann können wir hier die ganzen Cauldrons hinbauen. Und die ziehen wir dann durch bis nach hinten. Davor nochmal Dripstone drüber. Und hier oben Copper und so ran. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das genau bauen. Ob wir da ein bisschen den Freestyler machen. Weil ich glaube, theoretisch könnten wir sowas machen. Das sollte maybe funktionieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass wir den hier checken und dann mit einem Delay den hier verschieben. Könnte aber auch sein, dass es da kracht und dass das nicht so gut geht. Wir probieren es einfach gleich mal ganz kurz aus. Der hier müsste dann auch hier ran. Sonst müssen wir nochmal ein bisschen was anderes machen. Er schiebt hier rüber. Er schiebt hier vor, er schiebt hier. Und dann haben wir den Kollegen noch, der hier reinschiebt. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz uns einen Button schnappen und den hier einmal beschieben. Ja, es gibt ja so eine Sache, die nennt sich Piston-Push-Limit. Und das sind tatsächlich... Oh mein Gott, ich habe mich schon gewundert, warum das so geil clean aussieht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Aber dann könnte es ja gar nicht so lange bauen. Das geht ja nur... Das geht ja 12 Blöcke weit. Ah, snap. Okay, da müssen wir ein bisschen was... Da müssen wir ein bisschen was chain. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Let me cook. Let me cook. Let me cook. Ich habe doch nicht gekocht, weil es ein klitzekleines Problem gibt. Mann, ich habe gedacht, wir können das vielleicht irgendwie so machen, ne? Dass wir das hier mit so Slime-Blocks durchschieben können, ne? Aber ich glaube, das geht halt leider nicht komplett. Oder irgendwie geht es, aber ich krieg's gar nicht hin. Deswegen müssen wir was anderes machen. Ah, no. Also entweder müssen wir so ein bisschen zickzack-mäßig was machen. Oder dass wir einfach nur kürzer machen und dann dafür irgendwie 2 von den Dingern. Idee. Der erste Test kann beginnen. Wir haben jetzt ein neues, sehr, sehr wildes Setup. Ich weiß nicht, ob ich damit so ganz zufrieden bin, aber statt jetzt in der Schlange zu gehen, gehen wir nach unten, outsmartet den ganzen Hasen hier drüben. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil das hier irgendwie weniger ist als das hier. Also vielleicht schiffen wir das ja auch nochmal ein Stückchen rüber. Aber trotzdem an sich, glaube ich, sehr, sehr geil. Hier unten sind auf beiden jetzt 6 Kessel, ne? Nicht, sind 7. Okay, vielleicht schieben wir das hier nochmal einen rüber. Aber wir gucken jetzt erstmal, was funktioniert, weil die Kessel natürlich später ihr Ding machen müssen, ne? Und die sollten jetzt alle immer... Oh, das hier darf nicht so sein. Das müssen wir so machen. Okay, warte, here we go again. Here we go again, here we go again. Boom. Okay, also das mit den No-Blocks ist schon sehr nervig. Vielleicht changen wir das noch. Aber es geht! Guck mal! Es schiebt jetzt alle so... Also immer so zick, 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 zick.
Das ist geil. Ey, no joke, das ist geil. Das ist jetzt wie so ein Conveyor-Belt, der so die ganze Zeit durchgeschoben wird. Aber wir müssen mit den Noteblocks irgendwas machen, weil das ist Quatsch. Also das hört sich ehrlich nicht so geil an, leider. Wir schieben den hier, glaube ich, noch einen rüber, damit der symmetrisch ein bisschen geiler aussieht. Boah, aber fühle ich. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr nice. Theoretisch können wir den hier auch einfach hier hin machen, ne? Aber wir können den leider nicht weiter rüber machen, oder? Können wir den einfach drüber machen? Weil vielleicht können wir es ja trotzdem so symmetrisch aufbauen, dann wäre es nochmal ein bisschen cooler. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr nice. Geil, ey. Ziemlich, 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 ziemlich sick. Dann tüften wir noch ein bisschen und dann schalten wir da gleich die Dripstones und so drüber. Nein, 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 nein. Was sehe ich da? Nein. Was sehe ich da? Du bist in der ultimativen Falle. Wie willst du hier rauskommen? Wie soll ich aus dieser Todesfalle entkommen? Oh. Wie willst du hier rauskommen? Ich bin umgeben von Lava. Links von mir Lava. Rechts von mir Lava. Und über mir Obsidian. Aber eins! Eins hast du nicht bedacht! Habe ich was übersehen? Der Block unter mir ist abgehoben! Hä? Du stößt auf Heilschaden. Das ist so krass. So, dann werde ich jetzt Dripstone aufstellen, Feister. Guck mal, hier kommt Dripstone hin. Schau mal, siehst du hier? Siehst du? Siehst du, kennst du? Siehst du, kennst du? Kennst du? Siehst du, kennst du? Ich kenne sie. Kann man das mit Glas machen? Ja klar, geht mit jedem, oder? Geht mit allem. Bunglol. Schau dir das mal an. Wir müssen eine Sache theoretisch noch beenden. Verändern, weil es jetzt zum Beispiel sein kann, dass der Lava-Kessel hier gefüllt wird und dann schiebt er gerade den Pisten rein, während da irgendwas anderes passiert und das ist nicht so gut. Deswegen müssen wir da den Dripstone theoretisch wegmachen oder so. Aber that's unsere erste Lava-Farm. Ich glaube, das ist sehr, sehr geil. Bro, das sind wirklich viele Coordinates auf einem sehr kompakten Platz. Also das nach unten zu bauen, war, glaube ich, echt gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Könnte also ganz sick sein. Jetzt brauchen wir eigentlich noch unsere Technik dafür, damit wir die Codes rausholen können und die automatisch refillen. Wir könnten das hier unten machen und ich glaube, das wäre vielleicht auch ganz geil, dass wir hier so eine Treppe runter machen und dann hier unsere Refill-Area haben. Weil theoretisch könnten wir es auf der anderen Seite halt auch noch bauen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ob wir das lieber hier drüben bauen, weil das hier sollte echt schon... Also guckt euch mal an, wie viel Lava hier jetzt schon drin ist, ne? Also das ist echt eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich geil, dass wir die hier einfach immer leer machen können, wenn wir irgendwie ein bisschen was bauen davon. Das heißt, wir gehen jetzt hier unten hin und zimmern da unsere Refill-Station rein. Also eigentlich nur, gehen wir symmetrisch hier rein. Ich weiß nicht, ob es richtige Symmetrie gibt. Ich glaube eher weniger. Aber wir gehen da hin, machen drunter einen Hopper und dann einen Dropper, der den leeren Eimer wieder ein, also hier zurückspuckt. Und der leere Eimer geht wieder hier zurück und die vollen Eimer gehen in einer anderen Linie wieder nach hier vorne irgendwo, damit wir die Eimer komplett füllen können. Das hier ist unser Setup. Wir stehen später hier, fahren praktisch hier unsere Buckets die ganze Zeit ab. Also wir hatten rechts hier drauf gedrückt. Und dann jedes Mal, wenn wir einen vollen Eimer bekommen, wir haben es jetzt gerade anders gemacht, aber jedes Mal, wenn wir einen vollen Eimer haben, dann droppen wir den automatisch, weil er unser Inventar voll ist. Und dann kriegen wir hier jedes Mal einen leeren Eimer wieder nach. Und so bleiben wir immer im Full Cycle und können die mal durchrotieren. Die leeren Eimer werden hier wieder reingefüllt in den Dropper. Und die vollen Eimer kommen hier unten mit den Hoppern dann... Oh, wir brennen. Kommen mit den Hoppern dann zurück in unsere Farm hier drüben, damit die da vollgefüllt werden. Das müssen wir jetzt dann eigentlich nur noch connecten. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Das Geile ist... Oh, und wir müssen die irgendwie rausfiltern, ne? Das ist dann nicht so easy. Nehmen wir jetzt hier einfach nur einen Itemfilter, der die leeren Buckets raussammelt. Das heißt, wenn hier unsere Buckets ankommen, dann sollten die hoffentlich alle hier rausgezogen... Oh. Das stimmt hier noch nicht so ganz. Das müssen wir gleich nochmal umbauen. Und dann da hochgepusht werden, damit die hier wieder zurücklanden bei den Leeren, aka in diesem Kollegen hier drüben. Und die anderen müssen wir einfach nur noch nach oben bringen und verteilen. Die ziehen wir dann nach unten und die bringen wir dann irgendwie von der Richtung oder von der, ist auch nicht egal, in die Dinger. Und dann sind wir dann mit dem ganzen Teil... Wir müssen nur hier ganz kurz bis wir so umbauen. Dann machen wir nämlich mehr sowas hier hin. Ich bin hier gerade richtig chillig am Bauen, bis ich gemerkt habe, dass ich hier aus meiner Base rausbaue. Eieieiei. Ich will hier gerade irgendwie in die Fassade reinbauen. Was ist das denn? Ach ja, natürlich. Ja, da darf ich ja gar nicht drunter. Oh, weia. Das ganze Ding hier, das passt, ne? Das muss ja zubleiben alles hier. Da darf ja nichts hin. Eieieiei. Okay, wir sind gerade zur Goldfarm, um uns ein bisschen Gold zu holen für die Powerdrace, die wir brauchen. Wir sind nämlich fast fertig mit dem Setup. Aber guckt euch mal ganz kurz bitte. Boah, das fühlt sich ja mal so geil an. Also das Lager ist teilweise ein bisschen weird, aber das fühlt, ey, wirklich, das ist ja ultra sick. Ich weiß nicht, wer da stand und wie lange, aber ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen was abzwacken dafür. Geil, Mann. Right, wir machen jetzt noch ein paar Powerdrays und dann können wir, glaube ich, alles ausprobieren, weil wir das Minecart einfach die ganze Zeit hin und her fahren lassen. Es kann sein, dass jetzt oben gerade...
buggy ist, weil wir die Chunks entladen haben. Maybe, just maybe, carryen unsere Chunkloader aber sogar durch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Warte, wir schnappen uns mal ganz kurz die und dann machen wir uns die Kollegen. Das reicht, Dicke. Wie sieht es hier aus? Läuft noch. Krass, das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Dann scheint der Chunkloader, dass hier echt... Warte, die sind normal. Die sind Redstone. Wild. Okay. Ah nee, Kerma-Count ist hier. Deswegen. So, und jetzt können wir den hier durchziehen. Warte. Und das Geile ist, dass er eigentlich, ja, durch die Redstone-Blöcke, die wir hier haben, komplett überall bepowered sein sollte. Das heißt, wir müssen nicht nochmal extra irgendwo einen Hebel oder was weiß ich was einbauen. Sondern wir können es einfach so machen. Bumm. Dann kommt da ein Minecart drauf. Und wir sind good to go. Dann wird jetzt getestet. Ich hoffe, es geht. Wir stehen später hier. Vielleicht müssen wir hier noch einen Block drüber bauen. Aber wir stehen später hier. Halten den Rechtsstick gedrückt. Und der volle Eimer wird automatisch hier unten in den Ding reingeworfen. Zack. Kommt da oben raus. Bupp, da flutscht er entlang. Zack, kommt hier oben rein in die Kiste. Oh, das muss ein ganzer Block sein. Oh, 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 das muss ein ganzer Block sein. Nein. Ist egal, oder? Ist nichts passiert, glaube ich. Ich hoffe nicht. Und dann sollte jetzt hier aber schon, ja, die ersten Lava mal verteilt haben. Geil. Alter, übernice. Das heißt, wir können jetzt dann später hier stehen. Die ganze Zeit. Zack. Und jedes Mal, wenn hier einer durchschiebt, zack, droppen wir die nach unten. Und dann können wir hier chillen und warten, bis wir alle leer gefarmt haben. Wie geil ist das denn? Und das können wir jetzt halt einfach auf K machen. Wir müssen nur rechts gedrückt halten die ganze Zeit. Dadurch farmen wir die ganze Lava ab. Und die leeren Eimer kriegen wir wieder restockt, weil die auch irgendwann benutzt werden. Und das machen wir jetzt einfach so lange, bis der komplette Speicher da hinten gefüllt ist. Wir gehen natürlich auch manuell ein bisschen farmen, einfach im Nether einmal. Dass wir überall, wir haben jetzt den Ofen... Wir haben zwei Hopper und wir haben eine Kiste und die muss komplett gefüllt werden. Das heißt 37 Slots pro Ding, also 37 mal 3 mal 32. Einmal an Lava brauchen wir. Heißt, wie viel haben wir? 1200. 1200 Buckets auf Lava. Und dann ist das der ganze Speicher gefüllt. Aber dann können wir halt auch, wie viel? 3700 Items schmelzen. Pro Ofen. Also 3700 mal was? Wie viel haben wir? Mal 32. Also zu 120.000. Dann können wir 120.000 Items smelten mit der Lava, die wir da drin haben. Das ist crazy. Das ist, also ich glaube nicht, dass wir so viel hier mal schmelzen müssen, aber das ist sehr, sehr geil. Oh, und vielleicht sollten wir bei dem Bucket hier noch ein bisschen, dass der den hier mal so ein bisschen geiler abgeben kann oder so. Alle Öfen, alle Kisten und alle Hopper hier hinter sind mittlerweile vollständig gefüllt. Geilo. Das heißt, Feister, ab jetzt 120.000 Items in an Instant schmelzbar. Was? In diesem System. 120.000. 120.000 Items bei einem. Und auf die andere Seite kommt das dann auch noch. Also 240, eine Viertelmillion Items können dann hier geschallert werden. Fili kann es auch nicht fassen, der giftet Zaps. Digga, das ist geil. Sick. Darf jetzt einmal ganz kurz der linke Kollege, der rechte Kollege, schon einmal getestet werden. Ich brauche neue Unterhosen. Alle vollgeschissen, alle dreckig. Ja, ich erzähle euch einfach gleich mal, worüber wir gerade geredet haben. Oder könnt ihr einfach mal in den Kommentaren schätzen, was gerade so das Thema war, was wir hatten, wenn Feister von seinen vollgeschissenen Unterhosen erzählt. Aber die Buckets hier drüben sind komplett gefüllt. Das heißt, wir können die jetzt schon mal usen. Bei manchen ist noch Bamboo drin, um das erste Glas zu holen. Und hier sind wir basically auch fertig. Also Setup hier steht, Lava ist da, Dripstones sind da. Hier sind die Return-Station ist schon mit dem Item-Filter hier hinten am Start. Und jetzt wollen wir eigentlich nur noch die Wasserstrecke hier drüben, damit die Items oder die vollen Lava einmal dann nach oben gehen. Und dafür wollen wir noch ein bisschen mehr Glas. Aber sonst sieht das sehr, 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 sehr nice aus bis jetzt. Und es geht echt schnell. Also jetzt würde ich das zweite Ding hier zu bauen. Dann können wir uns da einmal hinsetzen und das Full AFK einfach usen. Aber wenn wir jetzt, also wie gesagt, wir können 240.000 Items insgesamt schmelzen mit diesem Ding. Also das sollte, glaube ich, für den Anfang eigentlich ganz gut reichen, hätte ich jetzt gedacht. Das ist schon einiges eigentlich. Wir haben das Furnace-Upgrade offiziell überstanden. Ein Minecart noch mit dazu. Und dann ist das so ein... Wenn du alte Weihnachtskarten öffnest und hoffst, dass da doch irgendwie so ein bisschen Bargeld drin ist. Ey, das Timing ist wirklich krass. Das Timing ist so krass. Oh, man. Wir brauchen noch einen Minecart. Hopper Minecart, actually. Können wir uns gleich schon mal joinken. Und dann haben wir das da oben drin. Und dann haben wir das Upgrade fertig, dass wir 250.000 Items gleichzeitig smelten können. Wir haben jetzt bei beiden 64 Cauldrons, 128 Lava Cauldrons insgesamt, die jetzt hier für uns Lava produzieren. Die Speicher gefüllt, den einen komplett, den anderen mit 3 pro jetzt gerade.
Das heißt, wir könnten jetzt, am wichtigsten wäre irgendwie Glas oder sowas. Lass uns das mal holen. Lass uns mal eine Menge Glas holen. Irgendwie so eine Schalker. Und die einmal durchballern. Eine Schalker sind wie viel? 1000 Items. Digga, das ist so gar nicht. Ne, warte mal. 1,7 sind eine Schalker, ne? 1,7 sind eine Schalker, eine komplette. Aber das ist halt trotzdem im Vergleich zu dem, was wir jetzt an Schmelzkapazität haben, überhaupt nichts. Also ihr müsst euch überlegen, ein Eimer kann 100 Items smelten. Und ich glaube, wir kriegen die auch schnell genug supplied. Das ist halt super, super viel. Das ganze Ding läuft immer noch, ne? Das ist so geil. Wir haben eine komplette Schalker voller Sand. Und die wird jetzt hier reingedumpt. Eine komplette Schalker, 1700 Items. Beim letzten, legit, der hätte da jetzt schon so krass gestört. Aber guckt euch mal an, alleine, wie das hier rausgezogen wird. Zack, 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 zack. Wie aus dem Nichts. Das wird verschlungen wie in ein schwarzes Loch. Und zack, hinten fahren die anderen Minecarts. Die unteren werden beladen. Aber da sind sie. Und los geht es. Wie geil, bitte. Wie über nice. Er macht jetzt zwei Stück hier drin. Wir müssen mal gucken. Okay, das ist Bamboo gerade. Ja, okay, stimmt. Bei manchen ist es so ein bisschen Bamboo. Ich hoffe, er legt nach, bevor er mit dem hier fertig ist. Das ist noch sehr, sehr wichtig. Ja. Oh, geil, perfekt. Oh, richtig, richtig gut. Dann wastet er mich nicht zu einem Fuel. Weil sonst, davor war das manchmal so, dass er angefangen hat zu brennen. Und dann war er zu langsam. Also es kam zu langsam was Neues nach. Und dann war der hier schon wieder fertig. Aber jetzt ist halt so, der hier ist noch nicht fertig. Und es kommt neuer Sand nach. Sodass er halt wirklich die 100 komplett usen kann. Und dann wird hier unser Glas durchgeballert. Alter, ist das nice. Sehr, sehr geil. Und ich finde es hier oben optisch auch echt noch ziemlich, ziemlich cool. Also da können wir jetzt dann irgendwie nochmal Glas und sowas mit davor knallen. Boah. Ey, Bambus sieht so schön aus, ne? Das macht wirklich viel her, finde ich. Aber dann schallern wir hier oben irgendwie ein bisschen Trapdoors nochmal mit davor. Damit das versteckter ist. Unten vielleicht noch ein bisschen was. Und dann haben wir hinten unsere Lava-Coating-Farm, bei der wir abfarmen können. Und das Ganze wird dann bald noch sehr, 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 sehr wichtig und schön verkleidet. Plus die ganzen Röhren mit dazu. Weil der Plan ist natürlich, das hier oben als so einen kleinen Kasten zu verkleiden. Die Röhren gehen hier rein. Dann soll nochmal eine Röhre hier rüber gehen zur Baumfarm. Von daher eine nach unten. Dann könnt hier vielleicht in der anderen Farm noch ein bisschen was mit dazu und so. Das wäre sehr geil. Oh, und stimmt, das ist jetzt auch geil. Unsere leeren Buckets kommen jetzt nicht hier an, sondern unsere leeren Buckets kommen jetzt jeweils auf beiden Seiten hier an. Oh, warum ist da... Der Filter ist noch nicht eingestellt. Oh,